Guten Abend. Hallo. Ralf Kabelka und ich, wir gehen jetzt auf die CDU-Siegesfeier. Siegesparty. Da sag mal, aber hast du nicht ein SPD-Parteibuch? Das habe ich leider verlegt. Ich hatte mal eins, ja, ich war auch mal Mitglied, aber das ist leider die... Das habe ich in der Form... Viel Spaß, ne? Ja, ich gehe mal zur SPD. Ja, ja. Jetzt betritt Armin Laschet das Podium. Hier ist er. Du musst mit der Kamera höher, sonst siehst du nicht. Der ist sehr, sehr klein. Ich frage das so, weil es wirklich so quasi wie Science Fiction ist. Können Sie sich schon vorstellen zu sagen, ich meine, es ist vollkommen absurd, es ist eigentlich vollkommen gaga, zu sagen den Satz Ministerpräsident Armin Laschet? Es ist jetzt was Neues, aber wenn wir es aussprechen, ist es total schön. Können Sie es schon? Ja, ich kann schon. Ministerpräsident Armin Laschet. Hört sich an wie ein Witz, ne? Lutz, du alter Soze, endlich ist er da! Danke. Endlich ist er da! Was ist denn mit Ihnen los? Ihr duzt uns doch als SPDler. Ja, aber was ist denn mit Ihnen los? Ich wiederhole die Frage nochmal. Warum wiederholst du es jetzt in der Höflichkeitsform und nicht in der Sozenform? Ja. Du musst dich endlich daran gewöhnen. Du gehörst zu uns. Wir haben jetzt verloren. Ja, so ist das. So ist das oft bei Niederlagen. Man rettet sich in den Wahnsinn. Er redet immer dazwischen. Ja. Ist es vielleicht die erotische Ausstrahlung von Armin Laschet? Also das wird es gewesen sein. Also diese dampfende Erotik, die dieser Mann ausstattet, weil jetzt natürlich sich die Frage stellt, mit wem steigt er ins Bett? Ich frage jetzt noch mal meine Frau und meine Töchter, die können mir die Frage besser beantworten. Ich selber muss sagen, Armin Laschet ist more sexy than Martin Schulz. Also dazu gehört ja gar nichts. Der gehört gar nichts dazu. Also wirklich, was ist das für ein Vergleich? Hören Sie mal auf. Was mache ich jetzt hier mit? Oh, bitteschön. Was denn? Aber weiter, aktiv sein. Ja, aber warum? Ja, wie warum? Wenn dieses rote Büchlein damit übereinstimmt. Mit meinem Jackett? Nein, mit meinem unterm Hemd. Oh, das tut mir weh. Das tut mir aber weh. Ja. Dann kann man doch gar nicht anders. Ja. Aber so ein bisschen Spaß macht schon. Also jetzt ihr sagt da natürlich immer, nein, es geht nur um die politischen Ziele und sowas. Aber dass man insgeheim dann auch mal sagt, so schön, dass er einen von Sack gekriegt hat. Ich bin immer froh, wenn Sozialdemokraten verlieren und wir Christdemokraten gewinnen. Und da ist natürlich eine heimliche Schadenfreude, wenn man das so sagen darf, steht es dabei. Aber ich glaube, ist das noch christlich? Ihr seid in der CDU, das wissen Sie schon. Ne? Ja, wir wissen ja, dass wir beichten können. Ein positives Signal für die Bundestagswahl? Mit Sicherheit nicht, für die SPD mit Sicherheit nicht. Nein. Sie haben mir den Gag leider jetzt vorweggenommen. Ja. Ich mache es nochmal, weil es war mein Gag. Ein positives Signal für die Bundestagswahl, halt leider nicht für die SPD. Ja, genau. Die Landbevölkerung, und wir werden das auch, wenn wir die Wahlergebnisse analysieren, denke ich, sehr klar sehen. Die sehen natürlich vor allen Dingen die Abwahl der Grünen als einen riesen Vorteil an. Kann ich als Wurst- und Fleischesser wieder ohne schlechtes Gewissen einfach mal wieder ein Steak essen? Sie können... ohne schlechtes Gewissen Steak essen, Sie können auch Lamm. Sie können auch ohne schlechtes Gewissen eine Bratwurst essen, Sie können Schwein. Auch Lamm essen, Sie können alles essen, was Sie wollen. Ente. Wir haben als CDU nicht vor, den Menschen Vorschriften zu machen, wie sie zu leben haben. Das ist jetzt vorbei. Die CDU wünscht den Leuten guten Appetit, auch dann, wenn sie ein Stück Fleisch essen. Eventuell kommen wir in 5 Jahren wieder zurück. Ich wollte nur darauf hinaus, dass du uns nicht nur gnädig bleibst, sondern dass du auch mittätig bleibst. Ja. Tust du's? Ja. Gut. Da können wir jetzt aufhören. Ja, wir Schnitt. Ja. Klappe. Also nicht hier. Schnell weg. Ich möchte mich einfach nur auch duschen. Duschen mit dem Kabelka. Eigentlich ganz geil. Zurück nach Köln.